Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit der Indien Kompanie, wo wir in der letzten Folge zwar, oh Gott, welcher Staat waren das hier? Wir haben auf jeden Fall diese zwei Provinzen erobert, sind aber auch bankrott gegangen und sieht schon wieder nicht gut aus. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben ja, sind ja hier in eine neue Strategieregion vorgestoßen. Sind da jetzt in Zentralasien somit. Das heißt, das Interesse müsste frei sein. Und wir sind ja, weil das eine Petition der Streitkräfte war, Kolonialmacht. Das heißt, oh, wir haben sogar zwei weitere Interessen jetzt. Okay. Wir könnten uns tatsächlich Gedanken über Kolonien machen. Und hier ist frei, Ewe, das liegt in der Strategieregion Niger. Da hätten wir dann automatisch ein Interesse. Das Ding muss, glaube ich, auch nicht wachsen. Das ist irgendwie sofort fertig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann könnte man ja auch, ich weiß nicht, ob das sind halt so die üblichen Verdächtigen, wo ich immer kolonisiere. Und eigentlich hatte ich ja gesagt, wir wollen überhaupt nicht. Papua und Celebes sind ja. Oh, da sind die Niederländer jetzt drin. Die haben ja schwere. Ne, die haben nur Malaria. Haben wir denn. Ne, Malaria-Tech haben wir auch noch nichts, ne? F7 ist es bei sie. Wir arbeiten aber an Chinin. Das heißt, wir können normale Malaria, da können wir auf jeden Fall noch mit rein. Das heißt, da könnten wir ein Interesse setzen und dann vielleicht da. Aber möchte ich das überhaupt für dieses Let's Play? Das ist jetzt halt eine Grundsatzfrage. Aber bevor es sich jemand anders holt. Also das Interesse hier in Indonesien finde ich gerechtfertigt. Da sollte mir auch kein Kommentar einen Strick draus drehen. Haben wir Interesse an Afrika? Es sind halt jede Menge Ressourcen, die man da auch noch abgreifen kann. Und warum nicht? So. Dann wären die beiden Interessen jetzt auf jeden Fall weg. Niedrige Marktzugriffe. Ah, Werkzeuge ist super teuer. Vielleicht sollten wir uns doch. Ja, die Papierfabriken jetzt mal angefangen. Das ziehen wir jetzt durch. Es ist sowieso alles super teuer auf dem britischen Markt, weil der Brite mal wieder nichts unter Kontrolle bekommt. Und wie gesagt, in 9 Wochen kommt ein Aufstand. Schauen wir mal, wie es bis dahin so aussieht. Sich von der Zahlungsunfähigkeit erholen wurde abgeschlossen. Ich meine, T bringt 4000. Nehmen wir mal T raus, um da mal ein bisschen kalkulieren zu können. Ja, das bringt immer pro 100 gerechnet 7, 6. Das sind fast 6, 5, 6, 4, 8. 4, 8 ist nicht so fett. Wir könnten mehr machen, wenn wir zum Beispiel Dienstleistungen besteuern. Nehmen wir das auch mal raus. Wir sind die Oberschicht, wir können uns die Dienstleistungen eh leisten. Und das ist pro 100 gerechnet halt immerhin 9000. Ne? Getreide sehe ich nicht ein, denn das sind nur 3,6 pro 100 gerechnet. Aber Dienstleistungen. Dann machen wir doch schon mal weniger Verluste. Wir könnten den Bau umstellen. Dass wir erstmal nur mit dem Holzbau arbeiten, anstelle des Gusseisenbaus. Dann brauchen wir auch keine Werkzeuge und kein Eisen.
sondern nur Tuch und Holz. Und das mache ich jetzt auch. Das dauert dann zwar deutlich länger, aber schauen wir uns mal die Auswirkungen an. Auch nicht gut. Das ist nicht ausreichend. Da ist das Interesse an Indonesien und am Niger. Das heißt, wir können jetzt eine Kolonie gründen. Hier in Ewe. Und dann fangen wir in Igbo doch auch gleich an. Was mich jetzt wundert, warum können wir hier nicht? Ah, da hat Niederländisch-Indien einen Anspruch drauf. Okay. Und hierfür bräuchten wir Chinin. Das dauert 97 Tage. Geht jetzt hoch auf 193, ist für mich aber okay. So, dann würde ich mir aber wie üblich, wenn ich Kolonien fahre, die gerne auch anzeigen lassen. Und dann, wie gesagt, gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt in die Revolution gleich schlittern. Wir haben keine Verpflichtung mehr gegenüber Großbritannien, sehe ich das richtig? Ja. Wir machen nicht genug Geld. Woran liegt das? 97.000 für Regierungsgebäude. Also Waren für Regierungsgebäude. Wir haben nur einen Buffer von knapp 2.000, was eine Institutionsstufe bedeuten würde, gerade mal. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Häfen sind auch Regierungsgebäude, okay. Aber Clipper ist keine große Sache. Das dicke Ding ist Papier mit 93.000. Würden wir die Kosten halbiert bekommen, dann ist uns schon geholfen. Von daher, Holzfällerlager da wieder raus. Und in Delhi habe ich jetzt, glaube ich, die eine Papierfabrik, glaube ich, gerade weggenommen. Genau, wir fangen mit Papierfabriken an. Papierfabriken brauchen aber Holz. Und der Holzpreis ist auch schon 30% drüber. Also war das mit dem Holz doch gar nicht so schlecht. Und es gab ja immer noch irgendwie ein paar Gegenden, die kein Holz hatten. Dann lassen wir die Bau-Queue erstmal bestehen. Die Verluste sind jetzt nicht dramatisch. Wenn wir den Bau stoppen würden, dann wären wir schon positiv. Meuterei. Bereits seit langer Zeit gibt es einen aufkeimenden Widerstand gegen die Herrschaft der Kompanie. Und nun haben sich Soldaten und andere Einheimische erhoben, um die Wiederherstellung der Macht des Mongolkaisers in Nordindien zu verkünden. Das ist aber eine relativ kleine Revolution, muss ich sagen. Das müssen wir dann wohl aufhalten, Hindustan. Das Ärgerliche ist, das sind dann auch wieder zwei Staaten, ne, wo wir alles... Und es ist natürlich Delhi gewesen. Na gut, dann kommen jetzt erstmal ein paar Holzfällerlager, auch okay. Oh, das ist auch sofort schon in der Phase.
Na gut, dann mobilisieren wir mal. Du von daran und du von hier ran. Den Rest müssen die Lütchen selber regeln. So viel Truppen scheinen die mir gar nicht zu haben, ne? Ah, ist aber gewaltig, wenn die alles mobilisieren. Ja, aber es geht doch da ratzifatzi. Da ist Chinin. Das heißt, wir brauchen eine neue Tech. Hier haben wir Spread of Postersparnisse und die ist ziemlich weit schon. Genauso wie auf Granatkanonen ziemlich weit ist. Nitro ist noch nicht so weit. Dann können wir hier mit einsteigen in irgendeine Tech. Machen wir Kristallglas, weil die was freischaltet oder fraktionierte. Machen wir Kristallglas. Dein Name hat eingelenkt. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Wieso dauern die denn so unendlich lange? Ach, weil die in Gebieten sind, wo wir. Ja, Palzi, du solltest auch mal wirklich hingucken. Am besten wäre die Folge neu zu starten, nachzuladen. So, wo haben wir viele Arbeiter? Und wo ist Ruhe? Fangen wir doch mal an, Südbengalen. Das ist unsere Hauptstadt. Da haben wir auch kaum Aufruhr. Warum haben wir da so wenig Marktzugriff? Was ist denn das Problem mit dem Marktzugriff hier? Schifffahrtswege ist das Problem. Wir brauchen mehr Häfen. Nee, die waren nicht gut da. In Nordbengalen. Bombay liegt noch an der Küste. Da können wir noch ein paar. Madras liegt an der Küste. Punjab war auch wieder nicht gut. Denn gut, Infrastruktur haben wir ja eigentlich nur an der Küste. Hier Andhra. Madras haben wir schon. Bihar liegt auch sonst wo. Aber es dauert minus 66% Baueffizienz. Das ist auch nicht viel schneller. Warum ist denn die Baueffizienz so miserabel? Hat das noch mit dem Staatsbankrott zu tun? Ich lasse das jetzt erstmal und wir gucken uns das an. Ist ja auch wurscht jetzt.
Also spielt bloß nicht die Ostindien-Kompanie. Oder ich mache hier was Grundlegendes verkehrt, das kann ja auch sein. Da ist einer von uns, da ist einer von uns. Aber der Aufstand ist doch auch gleich niedergeschlagen hier. Auch wenn sie da jetzt Gebietsgewinne machen. Der Anführer der Industriellen ist tot. So. Also der Sepoy-Aufstand wurde erfolgreich abgeschlossen. Ende der Kompanie. Die Herrschaft der Ostindien-Kompanie ist vorüber und die britische Regierung spielt fortan eine größere Rolle in indischen Angelegenheiten. In die Geschichte wird dieser Tag als der Entstehungsmoment von Britisch-Indien eingehen. Die Kompanie ist an ihr Ende gelangt, doch das Großreich lebt weiter. Wir sind jetzt eine Marionette. Okay. Also kein Dominion mehr, sondern Marionette. Das ist ja ein Skandal! Okay. Haben wir noch unsere Minions alle? Oder sind die... Nein, die sind alle übergegangen an Großbritannien. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich allerdings, muss ich sagen, mit diesen Events da diese Fürsten integrieren, einfach weitergemacht bis zum geht nicht mehr. So, und Marionette heißt doch, ja, dass wir keine Kriege mehr anfangen können. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wir haben doch den Krieg aber gewonnen, oder? Oder hat das irgendein Event bei Großbritannien getriggert, dadurch, dass wir da diesen Aufstand hatten? Das ist ja jetzt schon enttäuschend. Denn ohne eigene Kriege, ohne eigene Expansion anzufangen, weiß ich jetzt nicht, wessen diese Burma ist auch eine Marionette von Großbritannien. Ja, liebe Leute, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch Bock habe, hier weiterzumachen. Wie viel aggressiver Expansion haben wir jetzt noch jetzt? Wir haben immer noch die 90, darunter auch das, was wir für Burma gekriegt haben. Und jetzt sind wir natürlich hoffnungslos unterlegen, weil all unsere Minions jetzt zu Großbritannien gehören. Ne? Das heißt, da hatten wir ja irgendwie mal überschlagen, das waren ja irgendwie so Größenordnung 150 Truppen und die sind halt alle bei Großbritannien jetzt. Oh.
Das ist jetzt halt wirklich überlegen, ob ich noch Spaß daran hätte. Und das ist ja mal das Wichtigste an einem Let's Play. Wenn man selbst halt keinen Spaß hat, dann kann man diese Stimmung ja auch nicht übertragen auf andere. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Let's Play Club guckt, wo der Spieler kein Bock auf die ganze Sache hat. Und ich bin gerade eben angefressen, muss ich sagen. Eigentlich fand ich das ganz schön, unter der Schirmherrschaft von Großbritannien hier tun und lassen zu können, was ich will. Aber sagen wir mal so, in dem Frankreich-Let's Play, was wir zuletzt gemacht haben, muss die Situation ja ähnlich gewesen sein. Denn da hat sich ja Bengalen gegründet. Während all die kleinen Dinger hier noch zu Großbritannien gehört. Wie sieht denn das jetzt mit der Nationsgründung aus? Nö, wir können nur England gründen. Natürlich, vielleicht müssten wir dazu tatsächlich erst unabhängig sein. Und Unabhängigkeit hatte Bengalen ja dadurch erlangt, dass wir als Frankreich die ganzen Minions befreit haben, also alle größeren Untergebenen. Australien hatten wir befreit, Ostindien-Kompanie, das Kap und Kanada, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich bin jetzt halt vor den Kopf gestoßen. Ne? Wir können jetzt halt nur mit dem operieren, was wir hier haben, es sei denn, wir erlangen unsere Unabhängigkeit. Da mit Frankreich verbessern. Die Beziehungen sind schlecht. Ich würde gerne mit Preußen verbessern. Denn Frankreich und Preußen an unserer Seite, das wäre ja schon eine Bank gegen Großbritannien, wenn man hier noch weiterspielen würde. Und das muss ich mir zwischen den Folgen dann auf jeden Fall überlegen. Wir lassen jetzt aber erstmal weiterlaufen. Denn die 30 Minuten mache ich jetzt auf jeden Fall noch voll. Aber das ist hier, das ist Worst Case Ever, was passieren konnte hier. Vom Dominion runter auf eine Marionette. Wie sind denn die Karten hier? Wir sind verschrien. Das ist minus 50. Rang Großmacht gegenüber Kleinmacht wird sich auch nicht ändern. Wie ist denn das jetzt mit den Interessen? Da ist auch nichts. Bedrohung. Vielleicht können wir auf Mittelmacht hochkommen, aber frage mich eh, warum wir nicht Mittelmacht sind. Denn an sich, wir sind auf einem Level praktisch mit Ägypten. Wir sind vor der Niederlande. Deutlich vor dem Shogunat, vor dem japanischen. Deutlich vor Schweden. Ja, vielleicht ändert sich da noch was. Dann könnte sich da die Differenz ändern. Aber die minus 10 spielen halt auch nicht rein. Sind unsere Beziehungen nicht besonders? Ne, die sind neutral. Dann hören wir auf, mit Preußen zu verbessern und beginnen da mal
denn da können wir ja auch ein bisschen was erreichen vielleicht. Aber können wir diese minus 100 Grundzurückhaltung kontern? Ich glaub's nicht, muss ich sagen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ne, jetzt steht das auch nicht mehr zur Verfügung mit diesen Fürsten da. Lass laufen. Togo ist abgeschlossen. Das heißt, da haben wir jetzt ein automatisches Interesse. Und wir können Togo dann inkorporieren. Uns ein neues Interesse aussuchen. Hier können wir ja eh nicht kolonisieren. Da geht nichts. Wir könnten da noch rein. Kongo könnten wir rein. Senegal ist praktisch schon dicht. Das ist das Einzige, was sich dann jetzt noch lohnt, an Interesse, ist das erstmal. Und ich hatte aber gerade gesehen, wir können hier schon weitere Kolonien gründen. Dann machen wir das auch. West- und Ostguinea haben schwere Malaria. Das heißt, es dauert eine halbe Ewigkeit, bis die wachsen. Nee, dann lassen wir es dabei. Großbritannien fängt an, Klientelländer zu annektieren. Oh, das läuft ja richtig dumm gerade. Wir müssen, also die einzige Chance, oh, dieses Let's Play irgendwie noch zu retten, ist. Ich weiß nicht, ob es noch rettbar ist. Ist die Unabhängigkeit. Vielleicht ist das wirklich hier die letzte Folge, das muss ich mir überlegen. Es ist mit, also aktuell Bauchgefühl, es ist die letzte Folge. Denn ich war mir die Konsequenzen der ganzen Aktion hier überhaupt nicht bewusst. Wir haben das Ziel erreicht, das Primärziel, das Pekkawi Achievement. Also ich mache hier keinen Finger krumm, Großbritannien. Meine Truppen stehen da, weil sie da stehen. Aber das war's dann auch. Kirgisische Sezessionsbewegung. Da haben wir Interesse am Kongo. Dann gehen wir da jetzt auch rein. Aber dass das so auf die Art und Weise passiert ist, das ist wirklich eine. Hier haben wir eine Sezessionsbewegung jetzt. Ja, sollen sie machen, schlagen wir nieder.
So, da stellen wir den General bereit. Kann da gleich hin und ihnen klar machen, dass hier nichts mit kirgisischer Sezession ist. Ja, liebe Leute, damit endet dann auch diese Folge und weiß nicht, also wie gesagt, Bauchgefühl sagt mir, Let's Play endet hier. Aber ich kann mir da ja mal Gedanken machen, ob ich hier... Es geht nicht darum, dass man hier weiterspielen könnte. Das sei dahingestellt. Die entscheidende Frage ist, habe ich noch Lust, hier weiterzuspielen? Wenn ich keine Lust habe, hier weiterzuspielen, dann spiele ich nicht mit meiner positiven Grundeinstellung. Wenn ich mit meiner positiven Grundeinstellung spiele, dann... ich will keine Bad Vibrations rüberbringen. Darum geht es halt letztendlich. Und ich weiß es wirklich nicht. Falls dieses Let's Play hier endet, vielleicht greife ich es ja auch später nochmal auf. Falls dieses Let's Play hier endet, dann danke ich euch auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Da wird es halt eine 12. Staffel mit irgendeinem anderen Land geben. Da muss ich mir dann einen Kopf machen. Hier muss ich auf jeden Fall die Situation überdenken. Und das kann ich nicht irgendwie binnen 10 Minuten entscheiden. Da gehe ich jetzt, glaube ich, raus. Draußen sind so 32 Grad draußen. Und setze mich irgendwie in Schatten und lecken Eis, muss ich sagen. Also da in Ruhe drüber nachdenken, dann entscheiden. Wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge, gegebenenfalls auch die Staffel, gefallen hat. Ihr auch nächste Mal wieder mit dabei seid und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Balzi.